Hallöchen und ein schnurzliches Willkommen zurück zu Minecraft. In der letzten Aufnahme haben wir an unseren Gemüsefarm gebaut. Haben generell, glaube ich, sehr viel gebaut. Und, haben generell sehr viel gebaut. Aber war das... Wo ist das? Wie Punkte Leuchtfeuer aus. Schon besser. haben generell sehr viel gebaut, waren auch im Nether und haben uns wieder Netherit besorgt. Haben allerdings nur in Anführungsstrichen 2 Stück gefunden. Ich glaube, 4 haben wir gebraucht für einen Barren. Das heißt, ein neues Werkzeug wird es wohl nicht. Und wir haben nur 2 Schrott gefunden, leider Gottes. Und ja, haben dadurch lediglich, was mache ich denn? Haben dadurch lediglich 2 Stücke gefunden, wodurch wir halt... Was halt nicht für einen Barren reicht. Da brauchen wir 4. Einen haben wir noch auf Vorrat. Aber dennoch wird es nicht genügen, leider. Und da müssen wir dann leider nochmal in den Nether und müssen nochmal sammeln gehen. Aber ich meine, das macht nichts, weil ja, wir sind es ja eigentlich gewohnt, dass wir öfter gehen müssen und so, ne? Also von daher ist das nicht ungewöhnlich. Und uns fehlen ja noch ein paar Werkzeuge, ne? Also wir brauchen noch die Schaufel, wir brauchen noch die Axt. Also ein bisschen was muss ich da schon noch tun. Wir gehen mal schauen. Schick. Wir gehen mal schauen nach unserem schnuckeligen Dingens hier. Ich würde ganz gerne mal versuchen, ob sich da... Weil es hat was runtergeladen. Möglicherweise ist vielleicht was gefixt. Wo sind denn... Ach ja. Möglicherweise ist was gefixt. Und wir können vielleicht mit Botania arbeiten. Das würde ich gerne mal testen. Okay, die Blümchen arbeiten. Ich baue das mal ab. Setz das mal neu hin. Vielleicht muss das neu gesetzt werden. Nee, ich glaube, das ist immer noch hinüber. Nehme ich mal wieder weg. Also die Blümchen arbeiten auf jeden Fall. Ich hoffe, der gute Sinubin guckt hier noch fleißig und würde da Tipps geben, sollte zum Beispiel das nicht so funktionieren, wie ich mir das gedacht habe mit dem Glas und es muss tatsächlich frei sein. Ich hoffe, der Gute sagt mir Bescheid, falls ihm was auffällt. Ja, ansonsten haben wir halt ziemlich Probleme. Gut, ich würde sagen,
ein... hier. Ich muss erstmal wieder überlegen. So, ich würde sagen, wir gönnen uns hier eine Kleinigkeit zu essen. Und jede Menge Früchte. Und wir nehmen einen Stack Fleisch mit. Und wir schauen dann mal so langsam in den Nether. Oh, wobei, warte. Was ich noch sehe, ist, das hier müsste ich vielleicht mal reparieren, das gute Stück. Bin ich denn da? Einen Netheritbarren, mit dem ich jetzt einfach mal ganz fix hier das so ein bisschen repariere. Ne? Das haben wir ja, das habe ich ja gesagt. Ich finde das so schon schwer genug für meine Verhältnisse. Da ist ein Creeper. Ich finde es schon schwer genug für meine Verhältnisse, überhaupt Netherit zu finden, weil ich mich ganz, ganz böse sträube, in den Nether zu gehen. Aber, ach ja, jetzt weiß ich, was ich noch wollte. Jede Menge Steine. Ich sträube mich ja ganz böse gegen den Nether, weil er mir einfach unfassbar, für mich unfassbar gefährlich ist. Und in der Hinsicht gehe ich da nur sehr, sehr ungern rein. Und auch wenn wir hier nur ganz unten rumhängen und nach Netherit graben, ist das trotzdem immer so eine unfassbar unangenehme Situation, im Nether zu sein. Warum, weiß ich nicht. Aber leider Gottes bin ich da nicht so sonderlich begeistert. Dementsprechend bin ich für jedes Netherit-Bröckchen dankbar, das wir kriegen. Und werde da definitiv nicht einsehen, Ewigkeiten damit zu verbringen, immer wieder neues Netherit farmen zu müssen. Oh, habe ich denn hier... Ist denn das Portal... Ja, gut. So, Freunde. Wir gehen auf die Suche nach einer Festung heute. Hallo, Freunde. Der gute Sinobin meinte mal, es sollte eigentlich nicht schwer sein, eine Festung zu finden, da die im Grunde so gut wie überall sind. Na, jetzt hau doch mal zu. Da die im Grunde eigentlich überall sind und relativ häufig auftauchen. Und ich nehme dich beim Wort, mein Freund. Ich hoffe, du hast recht. Ich hasse es, wenn ich so mega lange nach einer Festung suchen muss. Oder generell lange im Nether bin, mag ich auch nicht. Oh, by the way, ich muss noch was gucken. Da war nämlich was zurückgesetzt. Warte. Ah, gut. Es war nämlich die Map-Dinger waren zurückgesetzt. Und nicht, dass ich dann hier stehe und auf einmal hier wieder anfange zu brennen, weil der Temperaturschaden aus ist. Eingeschaltet ist, meine ich. Oh, ist das nicht eine? Hier, diese Steine. Ist das nicht eine Festung? Oh mein Gott! Sinobin, du hattest recht! Oh mein Gott! Das ging fix.
So, was ich jetzt mache, ist hier. Ist hier ein Dingens setzen. Oh mein Gott. Das ging wirklich schneller, als ich dachte. So, dann setzen wir mal hier ein paar Fackeln, damit wir den Weg wieder zurück. Ja, ich höre schon Lohn. Irgendwo. Oh, da oben. Ich dachte nicht, dass das durchkommt. Ja, gut gemacht. Au! Nicht direkt vor mir. Nicht gut. Ja! Die ersten Ruden. Ha! Sira ist zufrieden. Juhu! Was für ein Erfolg! Wir können endlich... Oh Gott! Das ist nicht gut. Warte. Ich muss hier mal eine Tür reinbauen. Sira ist happy. Oh, guten Tag. Ho. Gefährlich, gefährlich. Ich mache hier mal einen Zwischenstopp. Lohnspawner, da haben wir sogar mehrere. Wir können hier endlich unsere Lohnrouten sammeln für unsere Endeaugen, damit wir eine Festung finden können. Yay! Geil. Einmal hin und her. Warum nicht? Das war nicht geplant. Bäh. Entschuldigung, ich repariere gleich wieder. Das war nicht gewollt. Das war natürlich nicht gewollt. Überall ist es hier am Fackeln. Ah. Oh Gott, wo schießt der hin? Au! Schnell wieder zurück. Noch geht's mir gut, noch brauche ich kein Fleisch essen. Zur Not machen wir einen Zwischenstopp und liefern erstmal ab. Aber so zehn Lohnrouten wären eigentlich schon ganz cool. Ich weiß jetzt nicht, sind da hinten noch welche? Nee. Ja! Bleib weg! Geh weg! Weg! Hallo! Hallo!
Wie viele Pfeile habe ich noch? 32. Die Hälfte habe ich verpulvert. Ja, da ist gerade nicht mehr viel. Da muss was nachspawnen. Böhe. Ja gut, schnell hoch, alles mitnehmen, Feuer löschen und tschüss. So, wir haben 11 Routen. Sehr gut. Die nehmen wir noch mit. 3 Stück. Sehr gut. So, 14 Stück. Ich denke mal, das sollte genügen. Wir machen uns auf den Rückweg. Vielen Dank, liebe Festung. Und wir sehen uns, sobald wir wieder welche brauchen. So. Eine äußerst erfolgreiche Lohnrouten-Sammelfolge. Yes! Sie reist zufrieden. Ist sogar weniger Aufwand, als ich erwartet hatte. Juhu. Blöd ist nur, dass wir halt nur 3 Augen haben. Das ist halt so ein bisschen schade. Das ist natürlich viel weniger, als ich höchstwahrscheinlich brauchen werde. Aber gut, macht eigentlich nichts. So, ich gönne mir mal auch wenn ich leider jetzt wieder mich überfressen habe. Aber deutlich überfressen. Ich hätte das nicht tun sollen. So, dachte ich, kommt die hier hin. Das war jetzt gerade so ein Reflex. Ich hätte das nicht tun sollen. Dieser Reflex war sehr schlecht. So, etwas Kohle haben wir noch mitgekriegt. Ja. Ja, unsere Kolben, die klebrigen Kolben und das Ganze müssen wir auch noch machen. Aber wir haben Lohen. Wir können die ersten Endeaugen machen und schon mal versuchen, eine Grundrichtung für die Festung zu kriegen. Und sollten uns die Augen ausgehen, können wir uns ja hier ein Wegpunkt setzen mit Richtungsangabe, zum Beispiel Norden oder Süden, dass wir wissen, wo wir entlang laufen müssen. Das wäre, glaube ich, eine gute Idee. Und ich glaube so, jetzt in der nächsten Folge gehen wir das mal an, dass wir damit beginnen. Oh, jetzt sind wir natürlich deutlich langsam, weil wir uns überfressen haben, weil Sira natürlich mal wieder so strunzdumm gewesen ist und doch am Ende noch ein Fleisch gefressen hat, obwohl ich es eigentlich gar nicht wollte, aber das ist halt einfach so ein Reflex. Juhu! Batterien! Ich glaube, die bringen wir noch zurück. Was ist denn hier? Was ist denn hier los? Da ist irgendwo ein Luftloch. Ich höre Enderman. Da ist wahrscheinlich irgendwo noch so ein Stückchen Höhle. Ihr gestattet. Wie war das so, ne? Ja. Da ist irgendwo ein Stückchen Höhle. Oh, da sind 3 Endermen, Alter.
Ja, das ist so ein kleines abgeschnittenes Höhlchen. Irgendwo unter Wasser. Ah. Wenn ich mich da jetzt... Warte. Warte, warte, warte. Ja, das Problem ist, ich werde das definitiv nicht überleben. Aus dem einfachen Grund, wenn ich mich jetzt hier wieder normal mache und greife einen an, greife ich ja mehrere an wegen Rundumschlag. Alter! War das 5 Stück? Jawohl! Aber was ich jetzt hier mal sehe oder wann tun werde, ist das hier mal zu schließen. Oh, wobei, warte. Ist das hier? Hier müsste das doch... Ja, guck, hier haben wir Wasser. Das heißt, wir müssen von hier anfangen. Weil solche abgeschlossenen kleinen Mini-Höhlchen, wo man im Grunde überhaupt nicht hinkommt, finde ich persönlich immer ganz furchtbar. Ja, aus den eben gesichteten Gründen. Dass sich da dann ein Gefiech reinsetzt und einfach auf normalem Wege kaum erreichbar ist. Weil, ja, das habt ihr ja gesehen, ne? Weil man halt einfach das Ganze nicht so richtig sieht und dementsprechend halt auch nicht richtig hinkommt. Deswegen werde ich das jetzt hier einfach dicht machen. Das Wasser hier, das lasse ich so, wie es ist. Da spawnt ja eh nichts drin. So. Na gut, hier ist im Grunde auch nicht ganz so viel. Ich würde sagen, ich beende jetzt hier mal die Folge. In der nächsten Folge machen wir das hier am besten auch noch zu. Und dann gehen wir mal los, eine Netherfestung finden. Ach, eine Netherfestung finden, sage ich. Ich weiß gar nicht, wie man diese Festung nennt. Auf jeden Fall diese Festung, wo das Endportal drin ist. Also, ne, dann wir sehen uns. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.